Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung F1 22 basiert. Ihr habt zum Titel schon gesehen, genau heute geht es mal um einen Bug, den ich gefunden habe. Wobei ich mir allen Ernstes die Frage stelle, wieso geht das nicht? Aber dazu mal eine kleine Hintergrundgeschichte. Bei mir ist es halt so, wenn ich ein Setup bekommen habe, egal ob es 1 oder 2 oder was auch immer ist, dann wechsle ich in den Zeitfahren oder auch in den Time Trial Modus, wie er auf Englisch heißt. Und dann ist es halt so, dass ich dann das Land auswähle, dann in die Boxengasse begebe, das Setup einstelle und dann wähle ich normalerweise immer genau den Namen, wo ich gerade in der Boxengasse bin. Als Beispiel Aserbaidschan. Ich habe ein Setup erhalten, bin dann halt in die Boxengasse gegangen, hab's ausgewählt, hab alles eingestellt, hab Aserbaidschan eingegeben und, das geht nicht. Wie? Das geht nicht. Wieso kann ich denn Aserbaidschan bitteschön nicht als Setup-Namen nehmen? Das ist doch der Landname. Wenn man auf der rechten Seite guckt, oh, Aserbaidschan, das steht ja da. Okay, also fassen wir zusammen. Ich kann Aserbaidschan als, auf Deutsch nicht als Setup-Namen nehmen, aber rechts wiederum steht es bereits im Game drin. Ja, dann muss ich das Ganze natürlich auf Englisch nehmen. Der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt sagen, ja Mike, könnte ja auch sein, dass das Wort zu lang ist. Aserbaidschan hat 13 Buchstaben. Großbritannien dagegen hat 14 Buchstaben. Und wie man hier erkennen kann, Großbritannien hat er genommen. Also, liebes Codemasters-Team, ich verlange mal bitte eine Erklärung. Warum kann ich Aserbaidschan nicht als Setup-Name für meine Setup-Liste nehmen? Bevor ich es vergesse, das ist nicht nur in F1 22 der Fall, sondern war auch in F1 2021 der Fall und ich meine, in F1 2020 wäre das auch der Fall gewesen. Es ist also kein neuer Bug, sondern eher ein bestehender Bug. Wobei ich beim besten Willen echt nicht verstehen kann, wieso es den gibt und was dieser Verifizierungsfehler ist. Keine Ahnung. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr genau den gleichen Fehler habt oder ob ihr bei euch Aserbaidschan als Ländernamen nehmen könnt. Weil das würde mich wirklich mal interessieren. In diesem Sinne, heute mal ein etwas kürzeres Video. Anfang nächster Woche geht es dann mit den Videos weiter. Dankeschön fürs Zuschauen, gerne den Kanal supporten, wenn ihr das möchtet. Und dann sehen wir uns dann nächste Woche. Macht's gut, bis dann und ciao.